Hallo zusammen, ich bin Spichtig Adrian. Ich arbeite als Bauführer in der Abteilung Sprengbetrieb bei der Gasser Felstechnik. Wir sind hier auf der Baustelle Ausbau Lammschlucht zwischen Schüpfheim und Flüeli. Das Ziel dieses Projekts hier ist, die Verkehrssicherheit zu verbessern auf dem Abschnitt zwischen Schüpfheim und Flüeli. Vor Naturgefahren sowie auch durch eine geradere Verkehrsführung und auch die Erschliessung der Gemeinden Flüeli und Söhrenberg zu verbessern. Wir sind hier in einer Arbeitsgemeinschaft mit Braun, PK, Hans Renkli AG und der Sustra. Und die ganze Felstechnik ist zuständig für die ganzen Felsabträge, Sprengaushübe und Baugrubensicherungen. Im Klaus Boden sind wir an einer temporären Nagelwand dran. Nachher geht es in Stutzwald, wo wir Felsabtrag machen und permanente Sicherung. Und das gleiche auch um unter Lamberg, nur ist dort noch ein bisschen grösser. Für die ersten Abträge arbeiten wir vor allem mit der Handbohrmaschine und dem Bohrlastwagen. Weil die Platzverhältnisse sind sehr klein und man kommt mit der grossen Maschine erst gar nicht ab. In einem zweiten Schnitt, sobald wir hinter der Schutzwand genug Material haben, können wir mit den Grossgeräten ab zum Bohren von den Anker und von den Felsabträgen. Wie ihr seht, geht hier sehr viel. Die Arbeitsstellen sind sehr exponiert. Darum ist es uns ein hohes Anliegen, die Leute entsprechend zu schulen und zu instruieren, dass sie zu jeder Zeit sicher arbeiten können.